Ja, guten Morgen zusammen. Wie ihr seht, es ist ziemlich herbstlich am See geworden. Eine coole Jahreszeit. Die Fische fangen langsam an zu beißen vor dem Winter. Aber es ist natürlich auch manchmal zapfig kalt. Deshalb heute ein Video über eine weitere Zeltheizung. Ja, ich habe vor etlichen Monaten mal ein Video über die Seven Oaks Zeltheizung gemacht und heute möchte ich über eine andere Heizung ein Video machen. Allerdings habe ich letztes Mal ein bisschen vergessen, weil ich es einfach vorausgesetzt habe, über die Risiken zu sprechen und auf was ihr achten müsst, wenn ihr eine Zeltheizung habt. Das Ganze ist nicht ganz ungefährlich, um es extrem zu sagen, es ist teilweise lebensgefährlich, vor allen Dingen was manche da fabrizieren. Deshalb am Anfang kurz die Sicherheitshinweise. Und dann erzähle ich euch was zu der Heizung, die ich hier habe. Ja, ich habe vor kurzem wieder gelesen, dass in Österreich wieder ein Angelkollege gestorben ist, der mit einem Gaskocher im geschlossenen Zelt sich probiert hat, es gemütlich zu machen und vergessen hat zu belüften. Und genau das ist der Punkt, das ist das A und O bei einer Zeltheizung, wenn ihr im Zelt seid und ihr habt eine Zeltheizung. Macht 20, eher 30 cm euer Zelt auf, einen schönen Spalt, dass immer Frischluft, sprich Sauerstoff ins Zelt kommt. Ansonsten kann das sehr gefährlich sein. Wenn das Zelt zu ist, dann ist irgendwann der Sauerstoff weg und dementsprechend seid ihr weg. Und ihr merkt es nicht. Ihr schlaft einfach dabei ein und fertig. Ja, also immer gucken, dass das Zelt offen ist. Und vor allen Dingen, dass, wenn ihr es öffnet, es durch einen Windstoß auch nicht zufallen kann, was ihr da aufmacht, sondern wirklich einen großen Spalt offen. Am besten oben und unten, wenn es geht. Dann habt ihr noch ein bisschen bessere Zirkulation und die Zeltheizung macht trotzdem immer noch warm genug, dass ihr da sitzen könnt. Der nächste Tipp, den ich euch geben kann, ist, macht die Zeltheizung, wenn ihr euch hinlegt, aus. Egal, ob mittags oder abends zum Schlafen. Viele, habe ich in den Kommentaren bei anderen Zeltheizungen gelesen, lassen sie nachts auch an. Das kann man machen. Dann kommen so Kommentare, ja, ich lebe immer noch. Ja klar, die machen es aber richtig. Die machen ordentlich ihr Zelt auf und viel Sauerstoff. Ich für meinen Teil, und das gebe ich euch gerne so weiter, mache die Heizung nachts aus. Da habe ich meinen Five-Season-Schlafsack, der ist warm genug im Zweifel und das reicht. Und mir ist das Risiko zu hoch, dass irgendwas passieren könnte. Klar, wenn man es offen lässt, ist das Risiko nicht sehr hoch, aber mein Tipp an euch, macht nachts die Zeltheizung aus. Dann habe ich schon gehört, dass einige die Zeltheizung auch tagsüber anmachen und sagen, ja, ich lege mich kurz hin und mache es schön mollig warm. Genau das ist der Fehler. Auch mittags kann ich einfach einnickern und habe vergessen, das Zelt aufzumachen. Und dann schlafe ich dabei ein. So, sitze ich in meiner Zeltheizung, habe die Belüftung offen und gehe mal raus. Für längere Zeit mache ich persönlich die Zeltheizung auch aus. Also bitte, Leute, guckt, dass ihr die Sicherheitsmaßnahmen mit Zeltbelüftung unbedingt einhaltet. Das kann lebensgefährlich werden. So, als nächstes stelle ich natürlich die Zeltheizung, weil so ordentlich Wärme abstrahlt, nicht in die Nähe von die Zeltwand oder guck, dass sie nicht auf dem Groundsheet zu heiß wird, dass da irgendwas abfackeln kann. Stell keine Schuhe davor, stell sie nicht zu nah an die Liege. Aber das sind alles so Dinge, die brauche ich euch nicht zu erzählen, das macht man eigentlich automatisch. Ja. Die Gasflasche nach Möglichkeit immer raus aus dem Zelt, auch meine Devise, ich tue sie immer raus, dass da nichts passiert. Da kann immer mal eine Undichtigkeit sein oder irgendwas anderes, also Zeltflasche bitte rausstellen. So, das waren jetzt meine drei Sachen, vielleicht habe ich was vergessen an Sicherheitstipps. Natürlich mit dem Gerät immer vorsichtig umgehen, gucken, dass die Druckminderer funktionieren, die Schläuche nicht porös sind, die Heizung nirgendwo anschlagt, aber ich glaube, das brauche ich nicht zu sagen. Also immer Zelt gut belüften, dass Sauerstoff reinkommt
die Sache nicht zu nah irgendwo hinstellen, wo irgendwas abfackeln könnte oder schmelzen könnte, und die Gasflasche nach draußen. So, nun genug gepredigt, ein wichtiges Thema, jetzt geht's zur Heizung. Ja, das letzte Mal habe ich ein Video gemacht über die Seven Oaks, eine sehr coole Heizung, hat viele Vorteile, die Heizung. Aber für mich selber habe ich festgestellt, wenn ich zu lange irgendwo im Zelt sitze, ich mache das dann meistens, wenn ich längere Sessions tagsüber habe, dass ich einfach gemütlich im Zelt hocke und mir die Kleidung einfach nicht auf Dauer warm genug ist, dann mache ich schon die Zeltheizung an, dann ist es innen drin schön warm und man will ja auch nicht die ganze Zeit im Schlafsack in der Liege liegen, damit einem warm ist. Das macht ja keinen Sinn. Genau. Allerdings habe ich bei der Seven Oaks festgestellt, dass ich immer leicht Kopfweh kriege. Und nein, es liegt nicht an der Belüftung. Ich habe die Lüftung offen, das Zelt richtig weit offen und kriege trotzdem dezent Kopfweh. Ist wahrscheinlich ein eher individuelles Problem, weil Freunde von mir haben das Problem nicht. Die hocken sogar mit mir im Zelt und sagen, sie merken nichts. Ich habe immer leicht dezent Kopfweh. Und deshalb habe ich jetzt für mich mal entschlossen, ich probiere was anderes aus. Habe ich jetzt auch schon ausprobiert und habe mir jetzt meine eigene bestellt. Da ist das Problem nicht so. Aber wie gesagt, es ist eine völlig subjektive Betrachtung. Kann bei anderen total anders sein. Die Seven Oaks ist eine geniale Heizung. Punkt. So, ich habe mir jetzt diese Heizung geholt. Das ist eine Katalytheizung. Ein bisschen anderes Prinzip wie die Seven Oaks Heizung. Was mir gefällt, sie ist super kompakt, sie hat 30 x 20 cm x 8 cm, also sie ist nicht aktiv. Sie hat hier diesen Stellfuß, hier unten ist der Anschluss fürs Gas. Eine echt kleine, kompakte Heizung, die man gut mitnehmen kann. Das merkt ihr ja in meinen Videos, das ist mir immer ganz wichtig. Hier unten hat sie noch einen Stellfuß, dann kann man sie hier schön draufstellen. Genau. Hier ist dann der Knopf, wenn ich sie anmachen will, dass Gas reinkommt, wie ein Sicherheitsventil quasi. Genau, dann geht der Schlauch hier weg und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige das mal kurz, Sekunde. Es gibt den ganz normalen Schlauch hier, der hat irgendwie 2 Meter, schätze ich jetzt mal, mit dem Druckminderer, ganz normal. Und Schlauch dazu für die 5 und 11 Kilo Flaschen. Genau, und dann gibt es aber die Möglichkeit, was mir ziemlich cool gefallen hat, wenn ich mal kürzere Sessions habe. Ja, ich habe mir hier den Schlauch für die Gaskartusche geholt. Hier drin ist die kleine Gaskartusche, die kennt auch jeder vom Kochen, Kaffee kochen, sonstige Geschichten. Oben mit dem Druckminderer schön drauf zu drehen. Wie gesagt, Angabe 4,5 Stunden. Muss ich aber noch prüfen. So, dann hat sie hier die Möglichkeit, weil es die Heizung selber nicht hat, sie hat kein Regelventil dran. Das ist die Mini-Cat. Es gibt auch noch die größere, die ist 10 cm höher und 10 cm breiter, also irgendwie 40 x 30 x 8 cm. Die hat einen Regler mit dran. Man kann sich hier aber auch ein Regelventil dazu kaufen. Gibt es auch noch als Zubehör. Oder man hat die Möglichkeit, ich hoffe, ihr seht es jetzt, über dieses Ventil zu regeln. Ja, genau. So, ich hatte mit der jetzt weniger Probleme mit Kopfschmerzen. Wie gesagt, subjektive Entscheidung. Was mir gut gefällt, ist dieser Stellfuß. Man kann sie schön stellen. Die hat auch einen Anschlag, also weiter geht es nicht auf. Trotzdem habe ich schon erwähnt, immer gucken, dass sie nicht umfällt. Diese Heizung hat gegenüber der Seven Oaks keine Kippsicherung, sie hat keine Piezo-Zündung, was Vor- und Nachteile hat. Piezo-Zündung kann natürlich kaputt gehen, andererseits ist es angenehm beim Anzünden, hat die hier nicht. Und die hat auch keine Sauerstoffmangelsicherung. Müsst ihr beachten, aber dazu habe ich ja vorher schon was gesagt, eh immer das Zelt auflassen und nicht die Heizung nachts anmachen. Genau. Ansonsten finde ich das ein schönes, cooles, kompaktes Teil. Macht schön warm. Die hat jetzt, ich glaube, 1100 Watt sind angegeben, hängt aber immer davon ab, mit was geheizt wird, ob mit kleinen Propangasflaschen oder mit anderen
je nachdem ist die Leistung der Zeltheizung ein bisschen unterschiedlich. Die MidiCat hat, glaube ich, bis 1700. Genau. Ich sage, die hier reicht locker für ein Ein- bis Zwei-Mann-Zelt, wenn man so auftritt. Es ist warm genug und wie gesagt, klein, kompakt und handlich. Ja, kommen wir zum Anzünden. Das ist ein bisschen kompliziert am Anfang. Was man nehmen sollte, ist ein Stabfeuerzeug, ganz normal, mit Feuerzeugbenzin nachfüllbar. Dann habt ihr hier eine Öffnung. Und hier ist jetzt ganz wichtig, ihr geht mit dem Stab so weit rein, dass ihr nicht die Matte berührt, aber knapp davor seid. Nicht berühren, knapp davor. Dann wird das Gas aufgedreht, das mache ich jetzt hier. Erstmal aufdrehen. Ist jetzt ein bisschen schwierig in der Position, wie ich es euch zeigen will. Genau, ich hoffe, ihr seht es so. Dann drücke ich hier unten den Knopf. So, jetzt bin ich drauf. Warte eine Weile. Genau, gehe dann bis an die Matte ran. Mach an und jetzt habt ihr gesehen, es gab so eine bisschen größere Flamme. Und wichtig ist, dass ihr jetzt noch eine ganze Weile auf dem Knopf drauf bleibt. In der Herstellerangabe steht, glaube ich, 30 Sekunden. Ich halte jetzt meine Hand davor. Ja, ist schon warm, genau. Jetzt wird es schön warm. Das heißt, man sieht nicht richtig irgendwo eine kleine Flamme, die an ist, sondern einmal diese Flamme und dann Hand davor halten und gucken, ob sie warm bleibt. Nach circa 30 Sekunden lasse ich jetzt den Knopf los. Genau. Und sie gibt immer noch die Wärme ab. Und ich weiß, dass die Heizung jetzt heizt. Genau. Perfekt. Oh ja, jetzt wird es warm. Ich drehe das Gas wieder ab. So. Und über dieses kleine Gasregelventil hier unten, ich zeige es gleich nochmal an der Gasflasche, hier könnt ihr dann die Leistung eurer Heizung ein bisschen regeln. Wie gesagt, für einen Ein- bis Zwei-Mann-Shelter-Bivi reicht die locker. Genau, und von was sprechen wir? Wir machen Outdoor-Sport. Also, ja, passt. Um schön in der schönen Wärme drinnen zu sitzen, solange man beim Fischen ist. Genau. Ja, was ich vielleicht noch vergessen habe, die hier ist jetzt von der Firma Pieper. Die gibt es aber von anderen Firmen auch noch. Ich glaube, die sind alle ziemlich baugleich. Alke, dann gibt es verschiedene Angelhersteller, die das noch verkaufen. Also die gibt es von mehreren Herstellern. Das ist jetzt von der Firma Pieper. Aber wie gesagt, ich bin weder gezahlt noch gesponsert von den Firmen. Deshalb bestellt sie, wo ihr denkt. Ich fand es hier ganz lustig, dass es im Zubehör gleich diesen Anschluss gab für die Gaskartuschen und auch noch ein lustiges Gimmick ist, dieses Teil hier kann ich unten an der Heizung gleich verwenden, um hier den Gasanschluss gleich festzuziehen. Also nettes Ding, im Prinzip wie ein Schraubenschlüssel. Warte mal, vielleicht sieht man es so ein bisschen besser. Da kann man reingucken, da kann ich hier drauf fahren und kann es gleich anziehen. Ja, ansonsten auch von anderen Firmen zu haben. Ja, das habe ich vorher noch kurz erwähnt. Das ist diese kleine Hülle, die ist jetzt von der Firma Tracker. Im Endeffekt ist es sowas wie eine Isolierung von der Flasche. Jeder weiß, wenn er mit den Propangasflaschen hier arbeitet, dass die so schnell kondensieren und dadurch natürlich auch schneller einfrieren können oder eben eine Eisschicht draußen bilden. Das vermeidet es ein bisschen. Im Endeffekt nachweisen kann ich es nicht. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, deshalb habe ich das dran. Ja, nettes Gimmick, muss man jetzt auch nicht mehr dazu erzählen. Ganz einfach mit dem Reißverschluss wieder zumachen und oben ist der Anschluss dann fertig. Aber wie gesagt, es soll jetzt nicht heißen, dass die Seven Oaks eine schlechte Heizung ist. Ganz im Gegenteil, es ist eine sehr gute Heizung. Ich bin sehr zufrieden mit ihr. Subjektiver Eindruck, dass ich immer leicht Kopfweh kriege.
wie gesagt, bei vielen Freunden von mir ist es nicht so, die Seven Oaks Heizung haben. Sicherheitstechnisch ist sicher die Seven Oaks die bessere Entscheidung mit Kippsicherung und Sauerstoffmangelsicherung. Aber wie schon erwähnt, wer vorsichtig ist und mit dem gewissen Respekt an die ganze Sache hingeht, dem passiert auch nichts. Genau, und bei Gas sowieso immer ein bisschen mit Vorsicht hantieren. Ja, cool. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich bin der Lars, ihr schaut Go for Fish und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ciao, bis zum nächsten Mal.